Das neue Biomasse-Heizwerk in Radstadt versorgt ab sofort 150 Kunden und Kundinnen mit nachhaltiger Fernwärme und wurde gemeinsam mit dem Sägewerk Kirchner errichtet. In den letzten Jahren ist der Verbrauch seitens der Salzburg AG und teilweise von uns auch immer gestiegen, dass wir einfach mit unserem alten Heizwerk an die Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Und deswegen suchen wir eigentlich schon seit mehreren Jahren mit der Salzburg AG nach einer neuen Lösung und sind sehr froh, dass wir dieses Projekt umsetzen können haben, um einfach in Zukunft keine Engpässe in der Produktion mehr zu haben. Bis zu 28 Gigawattstunden Fernwärmeauskopplung wird das neu errichtete Heizwerk in Radstadt liefern. Es ist nahezu 100% erneuerbare Wärme, weil Holz verheizt wird. Auch da wieder sehr ökologisch, weil nämlich die Abfälle des Sägewerks direkt hier verheizt werden. Keine Transportwege, da wird CO2 gespart. Und wir versorgen damit 150 Kunden mit ausschließlich erneuerbarer Wärme. Das ist unsere Strategie und die haben wir hier wirklich zum Leben gebracht. Nachhaltige Wärmeversorgung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung und Energiewende. Wir haben uns in der Salzburg AG 6 große Ziele gesetzt letztes Jahr und jetzt geht es darum, diese umzusetzen. Eines davon, da geht es um die Realisierung der Dekarbonisierung, wie wir so schön sagen, die Verdoppelung der eigenen erneuerbaren Erzeugung. Und dafür brauchen wir jede Technologie, jeden guten Standort, jedes gute Projekt. Und dieses Biomassekraftwerk hier in Radstadt ist ein tolles Beispiel, ein tolles Projekt, ein Baustein von vielen, die wir brauchen und die wir machen werden. Eine Besonderheit des vollautomatischen Biomasseheizwerks ist das Förderband für den Brennstofftransport. Ja, also wir haben von unserem Rundholzplatz ein Förderbandel, wo die Rinden und das zerhäckselte Kappholz, was vorher zerkleinert wird alles, mit dem Förderbandel direkt zum Heizwerk umtransportiert wird. Und der Radladerbetrieb, den wir vorher, die Beschickung, die wir vorher gemacht haben mit dem Radlader von der Einschubzone, die fällt eigentlich weg. Und da ist nur mehr ein minimaler Aufwand gegen vorher mit Radlader arbeiten, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt sind gewesen. Radstadt hat sich schon in den letzten Jahren verstärkt dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit gewidmet. Die Freude über das neue Biomasseheizwerk bei Bürgermeisterin Katharina Brommecker dementsprechend groß. Ich als Bürgermeisterin kann dem Unternehmen Norbert und Wolfgang Kirchner nur alles Gute für die weitere Zukunft wünschen. Und es freut mich, dass wir so eine gute Zusammenarbeit haben mit Kirchner und Salzburg AG, wo wir ja selber auch das Fernwärmenetz immer weiter und weiter ausbauen.